irgendwie Lust, irgendwas zu machen. Du hast Lust, was zu machen? Ja, einen Drink oder so, aber ich... Ist ein bisschen früh, ne? Vielleicht. Für einen Drink. Du kannst gerne was sauber machen. Ich habe irgendwie keine Lust, was zu machen. Also ich meine, gerade hast du gesagt, du hast Lust, was zu machen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, gut, ich helfe dir. Einmal helfe ich. Super. Also für mich wäre wichtig, dass wir die Treppe da. Weißt du, die Stufen. Hallo! Hey! Hi! Hi! Hört mal! Ich war draußen und war am Briefkasten und dann steckte das am Briefkasten. Da steht drauf, an Eigentümer / in der Halbpension. Ah. Das bin ja ich. Ja. Bist du, ne? Ja. Bin ich das? Das bin ich. Willst du aufmachen, soll ich aufmachen? Dann lassen wir das mal verkünden. Ralf, verlese Katalin ihre persönliche Nachricht als königlicher Gesandter. Mach ihn auf. Weißt du was? Ich mach das für dich. Du bist so eine tolle Person. So eine imposante Erscheinung. Ich werde dir das vorlesen. Wow. Nur für dich. Okay. Das überrascht mich jetzt, aber mach es. Frau Königin, Katalin, Frau Katalin, hier komme ich als Bote von draußen, um euch Kunde anzutragen, die ich selbst noch nicht weiß, die streng geheim an mich übergeben wurde, um es Ihnen vorzuführen und zu, was weiß ich. Nun lies schon. Ja, okay, alles klar. Ich dachte, ich mache das ein bisschen offizieller. Es ist schon irgendwie schön, aber jetzt könntest du auch lesen. Ich fand's cool. Danke, Simon. Ich fand's auch. Sollen wir noch eine Fanfare vorher spielen? Bitte? Sehr geehrte Frau Königin von Hühnerfeld, steht hier. Moment. Vielen Dank für das interessante Kaufangebot Ihrer Halbpension. Ich bin sehr interessiert, denn die Immobilie eignet sich hervorragend für meine Interessen. Ja. Herzliche Grüße, aber keine Unterschrift. Ja, jetzt habt das gehört. Nee. Schön, dass du es gelesen hast. Sehr geehrte Frau Hühnerfeld, Leute, vielen Dank für das interessante Kaufangebot Ihrer Halbpension. Also, Du was rechnest du denn dann da immer? Und warum sagst du uns das nicht? Da ist wohl jetzt Erklärungsnotstand. Katalin, erkläre deine Verkaufsabsichten wie ein Kind, das etwas Böses getan hat. Du willst die Halbpension verkaufen? Und was ist mit uns? Was ist, willst du uns auch verkaufen? Das wird nicht billig. Ich glaube, die ist traurig. Ja, komm mal her. Ja, wo ist denn die Katalin? Ihr wisst doch, dass es nie so richtig lief. Doch. Was? Wir hatten viel Spaß, aber ja. Wir haben Mordsgäste. Hier ist alles sauber. Wir haben mindestens einmal im Monat einen Gast. Und wir trinken, das läuft auch gut, ins Glas rein. Aber wir verdienen einfach kein Geld. Ach doch, Geld, das sind doch bürgerliche Kategorien. Eben. Bin interessiert. Naja, und ich bin doch hier. Das sprach der wahre Simon. Ich bin doch hier die Managerin und ich muss das doch alles immer alleine schaffen. Komm mal her. Komm mal her. Ja. Simon? Du weißt nicht, wohin mit deinen Gefühlen. Also, wenn es nach mir geht, darfst du die Butze verkaufen. Das ist alles okay. Nein, was ist denn los? Ja, es fällt mir einfach wirklich wahnsinnig schwer, euch das zu sagen. Ja. Ich rutsche dann manchmal in so infantile Ausdrucksweise. Aber wie gesagt... Oh Gott, ich kriege keine Luft. Simon, es tut mir leid. Ich muss sie haben, ihr tut's auch leid. Ich weiß, dass euch das auch mitnimmt. Oh, Simon. Ich muss ein Gedicht schreiben, oder? Ich muss es loswerden. Das ist so viel gerade für mich. Alles emotional, alles da und alles drin und alles will raus. Ja, Simon hat das nie gezeigt, was in ihm los ist. Und jetzt bricht das alles raus. Ja, dann lass doch raus. Fang an. Ich weiß ja nicht, wohin damit. Ja, raus! Ja. Schreien vielleicht. Ja, schreien. Ja. Komm schon. Puh. Vielleicht auch vor. Ja, so. Komm, Mama. Ja. Mama. Komm her. Hauen. Ah, geht auch nicht. Kuscheln vielleicht. Ja.
Hat dich das überfordert mit dem Verkauf? Ja, ich kann. Emotionen ist nicht so mein Ding. Ich wusste nicht, dass wir uns so nahe stehen. Wir haben ja ein Kissen zwischen uns. Gott sei Dank. Mach sonst, sonst so passt ist nichts zwischen uns. Oh. Ah, jetzt schon. Ah, das war gut. Vielleicht kann Katrin diesen Verkauf noch verhindern. Katrin, mache Katalin ein mafiamäßiges Angebot. Was? Besser was Halbes als gar nichts. Das schreibe ich mir bei Tinder rein. Das ist gut. Besser was Halbes als gar nichts. Naja. Na toll, das ist Freundschaft. Ja, was sagst du denn jetzt? Wer ist es denn? Pass auf. Mann. Ich muss mir eine neue Bude suchen. Wir müssen mal kurz was klären. Es ist doch nur bislang, es ist wie... Es ist nur bislang. Wir müssen mal kurz was klären. Wir sind doch jetzt auf der Straße. Pass auf, Katharina. Pass auf. Du verkaufst die Bude. Und zwar an mich. Und ich gebe dir 10 Euro. 11. Ich gebe dir 10 Euro. 11. Und dafür genießt du hier den ganzen Schutz, das ganze Rundum-Sorglos-Paket. Wenn du aber nicht verkaufst, dann kann es hier auch ein bisschen ungemütlich für dich werden. Oder wenn du an den Falschen verkaufst, kann es auch extrem ungemütlich werden. Und wir wollen ja nicht, dass hier irgendwem was passiert. Wollen wir nicht. Katrin, ich werde euch natürlich alle noch bezahlen. Okay, das reicht mir. Was war das denn? Es reagiert halt jeder auf seine Art und Weise. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Mich lässt sowas ja kalt. Ich muss mich jetzt echt erstmal. Ja, das habe ich eben gesehen. Ich finde, die müssen sich wieder ein bisschen näher kommen. Ralf, du willst die Haare raufen, aber nicht die eigenen. Hier ist ein Wasser. Aber was willst du denn machen, wenn du das dann... Ich finde das so furchtbar. Jetzt muss es noch mal raus. Genau. Ich finde es so furchtbar, dass du einfach nichts davon gesagt hast. Es ist ja zum wahnsinnig werden. Zum Haare. Hä? Hält das? Ich weiß es nicht. Nein, probier's aus. Ich weiß nicht. Ich wurde mir gerade aufgesetzt. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist... Oh, ich hab wirklich hier. Wie kann man wieder reinkriegen? Ich hab dir gerade wirklich... Guck mal, hier noch eins. Die müssen aber wieder genau da, wo es war. Warte. Die sind sortiert. So, oh, Entschuldigung. Das ist... Ach so, das heißt, wenn man jetzt irgendwo reinpustet, dann macht es... Ja, mach mal. Ah, das ist ja lustig. Ah. Also ich finde es jetzt noch schöner. Das ist doch der Wahnsinn. Das kann man doch nicht machen. Ja. Ich kann das mit meinen... Ich habe heute Morgen meine Haare gestylt, deswegen kann ich mit meinen eigenen nicht machen. Aber das ist... Katalin! Ich weiß, aber... Vielleicht hatten wir auch alle bislang nur die falsche Frisur. Na, und deshalb so wenig was Gäste. Was hat dich dazu bewogen, uns nichts davon zu sagen? Beziehungsweise überhaupt, ist es nur die Kohle oder was ist es? Ja, natürlich ist es die Kohle. Was soll es denn sonst sein? Ja, aber das Geld. Da können wir doch zusammenschmeißen. Die Kohle, das Geld, der Mammon zusammenschmeißt. Mammon. Katalin, beschreibe die potenzielle Käuferin wie in einem Märchen. Es ist so, dass diese Frau... Eine Frau. Das stand ja da, eine Kaufinteressentin. Als diese Frau zu mir kam, da war so ein Zauber in der Luft. Eine Fee. Hast du dir was gewünscht? Ein bisschen feenähnlich. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht ihr habt jetzt einen Wunsch frei zu haben. Oh. Wenn wir endlich genug Geld haben. Ja. Und vielleicht haben wir sogar drei Wünsche frei. Ja. Einen für dich. Ja. Einen für mich. Ja. Und einen für dich. Ja. Fehlt eigentlich noch Katrin. Das ist doch egal, ich sehe hier. Ja. Geld. Okay, Gäste, aber Geld. Es könnte natürlich auch sein, dass sie sich noch als Hexe entpuppt. Simon, bezirze Katalin wie ein Flamenco-Tänzer, damit sie die Pension behält. Ja, sowas zum Beispiel. Also, sagst du, wirfst einfach nur mal eine Fee in den Raum? Verbale Scheiße vom Himmel. Nichts? Bitte? Nichts. Nein. Nur kurz geträumt. Mir war auch, als hätte ich einen Traum, aber ich hatte keinen. Ich bin gleich wieder da. Träume, das ist doch genau das Stichwort. Das ist das Stichwort, das ist korrekt. Fängt dich schon wieder an.